und so und ich weiß nicht, ja, ihr wisst schon das, was da steht. Niemand hier kümmert sich um Politik, sondern nur um die Gesundheit unseres Körpers und unserer Seele. Mit Hilfe der Medizin und des Glaubens, das hätte Attilian vielleicht an den Rand gedrängt. Er ist jetzt in Athen. Es ist die Stadt, ne? Hä? Okay, ich verstehe es nicht, aber gut. Nehmen wir. Doch wir sind leicht zufriedenzustellen. Ja, das ist doch mal was. Oh, guck mal, ein Erfahrungstränkchen. Okay. Imareal ist sehr sanft und entschlossen. Sanft und entschlossen, das geht eigentlich nicht so wirklich ganz zusammen, aber gut. Aber als Anführer ist er vielleicht zu weich. Das meine ich. Also wenn ich entschlossen bin, dann bin ich entschlossen und hart. Und ich bin sanftmütig und nicht so stark entschlossen. Aber ja, es geht eigentlich auch. Ich kann auch ein bisschen sanftmütig sein. Aber trotzdem recht entschlossen. Aber nicht so, ne? Ich meine, entweder man ist so richtig hart und mega entschlossen oder man sagt, okay, ein bisschen sanftmütig dann doch. Aber egal. Er war zu jung, als er die Nachfolge von Vaters antrat. Seines Vaters, nicht von Vaters, seines. Das wäre ein Scheiß. Nicht einmal 100 Jahre alt. Moment mal, ja, ihr Vater oder er? Nee, ja. Elfen werden, glaube ich, keine Ahnung. Doch in diesen harten Jahren wächst er sehr. Von der Neigung zu Kompromissen und Zugeständnissen hin zum Mut, seine Ansichten durchzusetzen, das meine ich ja, ne? Die Sanftmütigkeit etc., ne? Ja, Kompromisse eingehen, eher Zugeständnisse gestehen etc., zum harten, entschlossenen, mutenden Anführer, der eben durchsetzt, was er durchsetzen will. Wir glauben, dass er schon bald ein weiser Anführer sein wird. Boah! Bevor es da stand. Bin ich gut. Ja gut, verlassen. Herausfordern. Wieso soll ich die herausfordern? Senden. Ich kann ihr was senden. Ein Blumenstrauß oder so. Ein paar Würmer. Oh, neutral Hassfreude. Soll ich in den Wohneintopf senden? Oder geht das? Leckere Gericht. Senden. Ich glaube, es mundet ihr. Boah, was? Nein! Wow. Bevorzugt Geschenk. Nahrung. Boah. Ich glaube, die will sie nicht haben, du. Ich glaube, die will es ja nicht haben, diese komischen Würmerviecher von Schnuckelbuckidack. Komm, nein. Ich kann die nicht bestehlen oder so. Ich kann sie herausfordern, aber das will ich ja gar nicht. Warum sollte ich? Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn, die ich nehme. Also, ne? So, Gebetszentrum Warnmar-Dorfhalle. Geh mal in die Dorfhalle. Wenn da niemand ist. Komplette Dorfhalle und der Rat sind komplett ratlos, weil keiner da ist. Gibt's hier irgendwas? Hier eine bimmelnde Baume. Kann man hier irgendwie drehen, schieben, schwupsen, schnupsen, schnatzen? Nee, komm, verlassen. Weil keine Sau da. Keine Sau da. Das ist ein Fragezeichen. Nee, da gehe ich nicht hin. Das ist ein Fragezeichen. Den wollen wir gar nicht. Nö. Avina. Das sind drei Punkte. Um Avinas Füße liegen viele Holzreste verstreut. Weil sie ist letztens auf ihr Playmobil-Spielzeug getreten aus Holz. Und das ist leider zerborsten. Hat sich auf den Allerwertesten geplumpst. Und ja,
gibt, sieht das dann so aus. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es sich um weggeworfenes Holzflöten handelt. Ja, das auch. Nein, das ist auch nicht richtig. Was ist nicht richtig? Also die Holzflöten sind auch nicht richtig, okay. Ich schaffe es nicht. Andel, was soll ich tun? Wie hast du den Andel? Was ist los mit dir? Gütiger, woher soll sie das wissen? Reisender, woher soll sie wissen, dass ich gütig bin? Vielleicht bin ich voll der Kobold oder das... ziehe jedem die Lederhose aus oder keine Ahnung was. Woher will ich wissen, dass ich gütig bin? Hat das irgendjemand hier erzählt oder was? Geht mein Ruf nur voraus? Du kannst mir helfen. Bist du sicher? Nicht wahr? Na klar. Was? Ich schaffe es nicht. Ich kann die richtige Flöte nicht herstellen. Ach, die muss eine Flöte herstellen. Ich dachte, sie sollte flöten. Oder so. So die Flötentöne hinkriegen, oder? Die richtige Flöte? Ja, die richtige Flöte. Die nicht so quiekt. Ich muss sie nur einmal spielen, um zu erkennen, ob es die richtige Flöte ist. Ja, dann. Flöte rum. Ne? Tröte mit der Flöte. Es wird diese Flöte hören. Mein Kind. Andel. Und nach Hause kommen. Ah, guck mal an. Andere Mütter und so, die rufen vor dem Balkon. Hey, Knirps, gibt Essen. Sie flötet. Wie soll ich jemals die richtige Flöte herstellen? Also ich soll die Flöte herstellen, damit... Okay. Die richtige Flöte kann nur aus einem von den Runenbäumen gefallenen erst hergestellt werden. Ja, wenn du das doch weißt, dann geh zu einem fucking Runenbäumchen, guck, dass ein Ast runtergefallen ist und bau dir eine Flöte. Wozu brauchst du mich, wenn du das doch weißt, Mensch? In Atelian gibt es 3 Runenbäume, aber sie sind alle verwelkt. Ja, dann haben wir ein Problem. Also soll ich jetzt hingehen und die Bäume bieseln, damit die wieder zu Leben erwecken, oder? Ich weiß es nicht. Ich gab mein Bestes, um den richtigen Ast zu finden, aber es war vergebens. Okay, sie hat schon alle Äste aufgesammelt, die sie da gab. Es gibt keine Bäume mehr, also Game Over. Fertig. Was soll ich jetzt machen? Reisender, jetzt bin ich nicht mehr gütig, jetzt bin ich nur Reisender. Würdest du mir helfen? Gelegentlich findet man um die Runenbäume herum gefallenen Äste. Ich denke, es gibt keine mehr. Hilf mir, einen zu finden, ja? Na sicher nicht. Lehn die bitte ab. Natürlich, nimm die bitte an. Ich bin ja ein gütiger Reisender. Wie wunderbar, Reisender. Danke. Bitte, ja klar. Meine Intuition sagt mir, dass ich dieses Mal mit Sicherheit die richtige Flöte herstellen werde. Natürlich, sonst würde die Quest ja nicht funktionieren. Was? Nur mal so, ne? Aber ich hoffe, ich vergesse das alles nicht gleich wieder. Ich muss einen Ast besorgen. Ich bin in dem Dorf. Irgendeine Dämonentante hat mich geschickt. Es wird schon. Ja. So, jetzt können wir wieder gehen. Meint ihr, jetzt ist jemand in der Stadthalle? Nee, ne? In dieser Dorfhalle da. Hallo, jemand zu Hause? Wuhut! Keiner da. Kann ich mal ins Nähkästchen gucken oder so? Nein. Oder nicht? Gibt's hier mehr? Nein, ne? Mehr gibt's nicht. Gut verlassen. Es gibt 3 Bäume hier. Wir kommen ja eh nicht weit. Komm, wir gehen mal zu Merwin. Vielleicht können wir den nerven.